Es ist nun mal wieder Zeit für den nächsten Solo Victory Cash Cup. Denn wie jeden Sonntag war auch letzten Sonntag der Solo Victory Cash Cup mal wieder. Und ich habe den Cup natürlich wieder gespielt und ich habe wieder versucht, meine nächsten Earnings in Fortnite zu holen. Denn ihr wisst, meine Freunde, qualifiziert man sich für das Finale vom Solo Victory Cash Cup, indem man unter die Top 7.000 für Fortnite kommt. Dann hat man im Finale 3 Runden die Chance, einen Win zu holen. Und pro Win, den man holt, kriegt man $100 Earnings. Und ich werde euch jetzt hier in diesem Video alle meine gespielten Runden von der Qualifikation zeigen. Und falls ich mich qualifiziert haben sollte, werdet ihr auch noch am Ende mein Finale sehen. Also ich habe mir gedacht, dass falls ich mich qualifiziere, ich hier beides in einem Video mache. Und ich werde, wie immer natürlich, jetzt hier wieder mein Solo Victory Cash Cup analysieren. Also ich werde euch zeigen, was ich gut gespielt habe, was ich hätte besser spielen können und was für Fehler ich gemacht habe. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Vergiss nicht, wie immer, Jungs, auf entspannt hier einen Daumen nach oben da zu lassen. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, gerne auch den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Ganz, ganz wichtig, Jungs. Und den Cup habe ich mal wieder gestreamt. Und falls ihr mal einen Cup bei mir live zuschauen wollt oder generell mal bei mir live am Start sein wollt, dann seid mal gerne ab sofort auf Twitch am Start. Dort heiße ich auch ganz normal Rubix und das streame ich halt auch außerhalb von Cups. Deswegen seid auf jeden Fall dabei. Und ihr wisst, was zu tun ist für den maximalsten Support, nämlich den Creator Code RubyXNice im Itemshop einzutragen. Das würde mich wirklich sehr freuen, meine Freunde. Und hier habt ihr wieder alle Namen eingeblendet von den Leuten, die mir auf Instagram ein Foto geschickt haben, wie sie mein Creator Code im Itemshop stehen hatten. Danke auf jeden Fall fürs Eintragen und ihr wisst, wie es läuft. Falls euer Name hier im nächsten Video ausstehen soll, ihr könnt mir jederzeit ein Foto auf Instagram schicken, wie ihr mein Creator Code im Itemshop eingetragen habt. Und dann blende ich euren Namen hier im nächsten Video ein. Und falls ihr mir schon mal ein Foto geschickt habt, könnt ihr mir auch gerne wieder ein neues schicken. Und damit würde ich jetzt aber sagen, genug gelabert. Wir gehen rein in die erste Runde vom Solo Victory Cash Cup. Nein. Digga, 34 White, habt ihr das gesehen? Oh mein Gott, Digga. Ich bin fast gestorben, weil ich hier 34 White gebe. Wir haben ein riesiges Problem, Jungs. Das ja, das war's auch wieder. Der nächste wird kommen. Ich hab kein Heal mehr. Kriegt halt gar nicht. Jawohl, Digga, let's go. Let's go, okay. Dankeschön, Digga. Er war so schlecht, Alter. Aber ich hab voll mit dem gestruggelt irgendwie. Jawohl. Hallo. Nein, ich misse. Digga, wie kacke bin ich gerade, ne? Digga, ich bin gerade so scheiße, wow. Digga. Wäre so geil, wenn ich die bekomme, ne? Ja, wurde eingenommen. Fuck. Zu lang gebraucht, Digga. Ich habe mich mit sinnlosen Sachen beschäftigt. Jawohl, Headshot Snipe, Digga. Einfach ohne Animation. Digga. Oh, hier ist einer, glaube ich. Ja. Jawohl. Er hat auch nochmal Säfte. Nein. Oh mein Gott. Das kann nicht sein, Digga. Was war das denn für ein Aim-Assist? Ja. Ach, Bruder. Was wollen die denn jetzt von mir? Was will er denn, Digga?
Digga. Digga, ich brauch mir kurz einen Slurp. Kurze Chest looten auf Entschwanz. Ach so. Hey! Digga. Ey, Bruder, es baut wie ein Wichser, ne? Das ist krass. Die erste Runde, beziehungsweise die zweite Runde, ihr habt gesehen, das war schon die Runde 2, weil ich die erste Runde ausbauen gestorben bin. Auf jeden Fall die zweite Runde, die ihr gerade gesehen habt, die war an sich wirklich perfekt. Also ich habe natürlich ein, zwei riskante Fights bin ich eingegangen, aber so alles in allem lief die Runde auf jeden Fall relativ gut. Ich hätte auf jeden Fall diesen Forecast-Tower noch mit einnehmen können und ich habe ein bisschen zu spät auf die Insel geguckt. Also es wäre auf jeden Fall wichtig gewesen, dass ich diese beiden Sachen einnehme, aber ich habe wirklich ehrlich gesagt nicht so krass darauf geachtet. Aber man muss sagen, ich habe die Runde auf jeden Fall relativ gut Kills gemacht, aber ich habe halt die Runde nur mit Top 3 beendet und das lag einfach daran, dass ich hier in dieser Seilbahn drin stand und das halt irgendwie nicht gecheckt habe. Aber trotzdem eine gute erste Runde. Wir hatten auch schon dadurch halbwegs gute Punkte und wie es jetzt hier in Runde 3 weiterging, seht ihr jetzt. Digga, was ist das? Okay. Ich hab ihn einfach mit AI aus der Sicht getötet. Ich wollte das gar nicht, Bro. Sorry, Mann. Wann kam er denn dazu, Digga? Ja, jetzt bin ich es gehabt. Jetzt habe ich ein riesiges Problem, Schatz. Ja, ach Bruder, es ist so behindert, wirklich. Ich habe doch resettet, Mann. Ich bin tot. Das war's, Bro.
Digga. Ey, was ist das für eine Zone eigentlich? Ja, geil. Ich kann nichts machen, er kam auch noch in mich rein, Bruder. Egal, trotzdem ein gutes Game. Ich bin schon fast quiet, Digga. Ja, die zweite Runde war eigentlich auch stabil, aber die hätte deutlich besser laufen können, bin ich euch ehrlich. Also ich habe einfach während der Rotation sehr, sehr dumme Hits kassiert, muss ich ehrlich sagen. Also zweimal habe ich auf diesen einen Typen gepiekt und er hat mir halt komplette Bretter gedrückt. Dadurch hatte ich ja kein Leben mehr. Ich habe dann halt trotzdem mit dem Leben, was ich hatte, irgendwie noch Top 8 rausgeholt. So war auf jeden Fall dementsprechend okay. Ging aber auf jeden Fall deutlich mehr, hätte ich da nicht so krass viele Hits kassiert. Aber ey, trotzdem, wir hatten jetzt zwei gute Runden. Erste Runde Top 3, zweite Runde Top 8. Und wie es jetzt hier in der insgesamt vierten Runde weiterging, könnt ihr jetzt mal schauen. Ja, Junge, let's go. Okay. Nein. Dankeschön. Free kill. Ihr seid so daneben gehen können. Oha. Ja, let's go. Sonne. Digga. Digga. Was geht ab, Alter? Nein, meine Pump ist leer. Meine Pump ist leer. Nein, doch nicht. Wieso schießt sie dann nicht? Nervensäge, Bruder. Ja, die Boxen waren unnötig. Nein, 37 jetzt, Bruder. Und pullt wieder voll die Fahr. Ja, sorry. Die Runde war auch gut eigentlich, aber es wäre auch halt viel mehr drin gewesen. So, also ich habe da einfach ohne zu gucken, bin ich da einfach, also wollte ich halt oben rausgehen. Ich hätte aber einfach unten bleiben sollen weiterhin. Also wäre ich unten geblieben und wäre von dort aus rotiert, hätte ich das, glaube ich, überlebt. Aber man muss sagen, ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich wirklich einen perfekten Start. Also wir hatten insgesamt 4 Runden gespielt und sind davon 3-mal ins Endgame gekommen, haben Top 3 rausgeholt, Top 8 und Top 6 jetzt. Also der Cup lief bis hierhin auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ich war auch eigentlich schon fast qualifiziert. Also 77 Punkte haben zwar nicht ganz gereicht, aber mir haben noch so circa 5 Punkte gefehlt. Und ich hatte ja noch
noch 3 Runden offen, aber ich bin dann einfach 2-mal nacheinander Osborn gestorben. Also einmal nicht ganz Osborn, da bin ich Midgame gestorben. Aber im Endeffekt habe ich in beiden Runden dann halt keine Punkte mitgenommen. Und damit war ich jetzt in meiner letzten Runde und ich musste auf jeden Fall noch so circa 5 Punkte machen. Also ich musste hier in der Qualifikation wieder alles auf die letzte Runde setzen und musste halt sinnlos zittern, was auf jeden Fall sehr, sehr unnötig war. Also um zusammenzufassen, ich muss jetzt in der letzten Runde noch so circa 5 Punkte schaffen, was auf jeden Fall komplett machbar war. Und ob ich das in der letzten Runde geschafft habe, seht ihr jetzt. Ach so. Perfektes Timing. Ich brauche einen Refresh, Bruder. Was mach ich? Bin tot. Ach, Bruder. Scheiß drauf. Egal, ich bin kalt. Ach, Mann, Digga. Ich hab doch gerade einen Refresh geholt. Na, auf einmal ist da vor mir einer. Ja, meine Freunde, am Ende hatte ich 90 Punkte und war damit auf jeden Fall ganz, ganz locker qualifiziert für die Runde 2, also für das Finale vom Solo Victory Cash Cup. Also mit 90 Punkten könnt ihr euch ungefähr vorstellen, war man so Top 3500 und man muss ja nur unter die Top 7500 kommen. Deswegen, ich war auf jeden Fall qualifiziert. Und jetzt ging es in das Finale rein und ihr müsst euch vorstellen, die ersten beiden Runden im Finale liefen absolut gar nicht gut. Also da habe ich absolut gar nichts erreicht. Und natürlich habe ich dann alles auf eine Karte gesetzt und habe versucht, in dieser dritten Runde einfach diese Win zu holen und wieder Earnings mitzunehmen. Und ob ich es geschafft habe, im Finale in der letzten Runde die Earnings mitzunehmen, seht ihr jetzt. Hallo. Okay. Ich brauche einen Refresh. Hi ist eigentlich free. Ich geh mal hi. Ich bin halt nicht gut connected. Das ist das Ding und ich habe auch nicht so viele Netz. Ich chill mal kurz hier. Ja, Pult weiterfahren. Ich kann eigentlich nicht hier chillen. Nein. Nein! Ey, Bro. Nein, Digga. Wieso steht der Typ nicht, Digga? Bro. Wieso stirbt der nicht, Chat? Ich hatte einen Saft-Intus, Bruder. Ich hab da mal auf High Ground verkackt. Ich hätte hochbauen müssen, sodass er auf der Cone landet. Wisst ihr, wie ich meine? Was soll ich euch erzählen, meine Freunde? Diese letzte Runde habe ich maximal weggeschmissen. Das war eigentlich die freeste Runde, Earnings zu holen. Aber man muss sagen, ich habe einfach wirklich schlecht gespielt. Ich habe da, als der Typ hochgerocketet ist, habe ich nicht gut abgeblockt. Also man kann ja eigentlich diese Rocket gut abloggen. Aber ich habe das einfach da vercheckt und habe es nicht gemacht. Und dadurch wurde ich halt nach unten geboostet, konnte nichts machen. Bin dann auch am Ende richtig sinnlos gestorben. Ich habe den Kill nicht mehr bekommen da. Also es war einfach die Nervosität. Und generell war ich halt einfach wirklich auch ein bisschen erschöpft von der Qualifikation.
Kombination. Ja, aber Jungs, das war auf jeden Fall einfach schlecht ausgespielt, muss man sagen. Also ich hätte da auf jeden Fall free die Earnings mitnehmen können. Kann passieren, dass man manchmal einfach nicht auf dem höchsten Niveau spielt so. Aber wir werden es hoffentlich diese Season noch schaffen, die nächsten Earnings zu holen. Ihr seht, es ist auf jeden Fall machbar, wie ihr sehen könnt. Aber ja, meine Freunde, auf jeden Fall, ich denke, mit diesen Worten können wir das Video beenden an dieser Stelle. Ich würde sagen, ihr kommentiert jetzt einfach mal gerne wieder egal in die Kommentare, denn da weiß ich Bescheid, dass ihr das Video hier bis zum Ende geschaut habt. Und da kann ich wie immer an die ganzen Bres, die das kommentieren, ein Herz in den Kommentaren verteilen. Und ich würde sagen, wir beenden das Video auf jeden Fall hier. Vergesst übrigens aber auch nicht, meine eigenen Mousepads abzuchecken, Jungs. Also ich habe ja eigene Mousepads rausgebracht. rzgaming.de, meine Freunde. Link zu meinem Shop ist auf jeden Fall ganz oben in der Videobeschreibung. Also sehr gerne auf jeden Fall die Mousepads abchecken, meine Freunde. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns die Tage wieder. Haut rein und ciao.